aufeinandertreffen. Die Türkische Republik Nordzypern spielt einen sehr robusten, physisch guten Fußball. Und das Abwehrbollwerk ist ganz klar das Filetstück dieser Mannschaft. Torgefährlich sind sie dann und waren, aber vor allen Dingen hinten überzeugen sie total. Sansibar ist vielleicht die einzige Mannschaft, die die Chance hat, mit diesem quirligen, beweglichen, intuitiven Angriffsfußball dagegen zu halten. Er hier ist bei der Türkischen Republik Nordzypern mit involviert. Elton, der Comedian, und Oliver Pocher, der andere Comedian, ist der Teamchef von Sansibar. Also ein Duell zweier Nationalmannschaften und ein Duell zweier deutscher Comedians. Wir hören gleich die Hymnen. Die erste Hymne ist ein wundervoller Traum. Das ist die Hymne von Sansibar. Also, Samstagabend, kurz vor sechs, in exakt genau 6 Tagen wird es auch einen Anpfiff geben in München zwischen Deutschland und Costa Rica. Aber heute schon ein WM-Finale zuvor. Das ist das unparteiische Gespann, ganz witzig, der Herr rechts, Sascha Andersen, ist 15 Jahre jung. Der Schiedsrichter 21 Jahre jung. Dazu kommen wir später. Und das finde ich eine klasse Geste von Sansibar. Der Dank an die Organisatoren des FIFA World Cups, der etwas anderen Fußball-Weltmeisterschaft. Mittlerweile eingetroffen, angekommen, auch mein Co-Kommentator Nico Paczynski, selber 3 Jahre hier auf St. Pauli gespielt. Mal ein Tor gegen Bayern München geschossen, gegen Oliver Kahn. Also durchaus mit Kultstatus hier versehen, Nico. Das Turnier an sich, du hast ja viel beobachtet. Hat es richtig Spaß gemacht? Ja, also ich denke, bis auf den Donnerstagabend, wo es etwas zäh war, denke ich, haben wir tolle Spiele gesehen. Und vielleicht mit der Krönung heute, das wäre natürlich toll. Kurz zum Reglement, die jungen Damen werden Sie möglicherweise in der Partie nochmal sehen, denn wenn es nach 90 Minuten unentschieden steht, wie auch immer, werden diese Damen hier die Bälle hineinbringen zum Elfmeterschießen. Es gibt nämlich keine Verlängerung hier beim FIFA World Cup. Das Finale wird dann ratzfatz schnell per Elfmeterschießen, natürlich nach FIFA-Regeln, entschieden. Hamburger Publikum hat sich durchaus begeistert gezeigt in den letzten Tagen. Und es sind die beiden besten Teams in der Tat in dieses Finale eingezogen. Sansibar, das Team von Oliver Pocher, hat ja schon mal gegen Elton gespielt in der Vorrunde. 3:1 gewann Elton
der türkischen Republik Nordzypern in einem packenden Spiel und es hätte auch durchaus unentschieden ausgehen können. Und Pocher sind natürlich auf die Revanche gegen Elton. Und diese Partie heute wird absolut offen sein. Frage ist, wie viele Torchancen Sansibar in der Tat sich erarbeiten kann gegen dieses Bollwerk von der türkischen Republik Nordzypern. Wenn sie, sagen wir mal, 4-5 Chancen in 90 Minuten bekommen, ist das schon viel. Und davon sollte man dann, wenn es irgendwie geht, 2 oder 3 nutzen. Dann hat man eine Chance gegen die Nordzyprioten, die ein bisschen hier so spielen wie Griechenland bei der Fußball-Europameisterschaft 2004. Ich weiß, gerade die Nordzyprioten, die Türken werden es nicht gerne hören, dass man sie mit den Griechen vergleicht, aber fußballerisch ist dieser Vergleich absolut statter. Hast du auch so die Idee gehabt, dass die Nordzyprioten ein bisschen wie Griechenland hier auftreten bei der EM? Ja, also ich denke, dass vor allen Dingen die Abwehr hinten bei den Nordzyprioten sehr, sehr stark ist. Sie haben körperlich ganz klare Vorteile, sind ja, physiologisch in Sansibar ist noch klar überlegen und ich denke, dass Sansibar seine Chance halt sehr, sehr effektiv nutzen muss, um überhaupt eine Chance zu haben. Aber warum nicht? Sie hat Spaß und wir freuen uns auf das WM-Finale, das Endspiel des FIFA World Cup 2006 in Blau. Das sind die Herrschaften aus Sansibar, der zweitgrößten Insel vor Ostafrika hinter Madagaskar, 800.000 Einwohner. Moritz Herrmann, der Referee, macht gerade Abitur, ist auf einem Wirtschaftsgymnasium, hat alle Prüfungen schriftlicher Art erledigt, hat aber blöderweise nächste Woche noch die mündlichen Prüfungen. Steckt also mitten im Abitur, der 21-jährige Referee. Aber das ist heute das Highlight seines bisherigen Schiedsrichterlebens. Pfeift im Moment hier in Hamburg in der Bezirksliga. Demnächst wohl auch in der Landesliga. Stärke der Sansibari, die Stars, sind ganz klar die beiden Stürmer. Also Nummer 9 und Nummer 12. Die wird ankommen. Abdallah Juma Ali mit 3 Toren. Einer der besten Schützen des Turniers. Ein bisschen Ähnlichkeit mit Dwight York, früher von Manchester United, oder? Ja, ich kann mich nur erinnern, dass er eine riesen Frau hat, oder hatte, mit Katie Price. Und die kann ich mich noch besser erinnern. Ist klar, Paczynski. Und die Tore von Dwight York kannst du dich vielleicht auch noch erinnern? Ja. Viel Medieninteresse an diesem FIFA World Cup. Bundesweit waren die Blätter relativ voll. Liegt natürlich einfach am exotischen Charakter einer solchen Veranstaltung, die es so in dieser Form noch nie gegeben hat. Das ist Alisan Saltic, der Trainer von Sansibar. Oliver Pocher ist in An- und Abführung nur der Teamchef. Und Gottlob hat sich zum Finaltag der Rasen ja auch ein bisschen erholt. Das war Donnerstag nicht schön zum Hingucken, ne? Nee, also keinen Fall. Ich denke, wir haben heute auch ein bisschen Glück mit dem Wetter, da es nicht ganz so viel regnet wie am Donnerstag. Und aber da muss man den Platz halt doch schon ein Kompliment machen. Das hat er doch halbwegs gut hinbekommen und vielleicht sehen wir ja heute auch ein technisch etwas anspruchsvolleres Spiel als am Donnerstag. Wir sehen das kleine Mikrofon am Kragen von Elton. Guck mal hier links! Hier links! Alles frei! Ah, die verstehen mich ja gar nicht. Also er sollte schon, wenn es irgendwie geht, türkisch die Anweisungen formulieren, der gute Elton. Sonst hat es wenig Sinn. Nico, kannst du türkisch, kannst du das dann eventuell übernehmen? Ja, bei mir reicht eigentlich auch nur zum guten Tag. Güle güle. Gneiden habe. Das sind so zwei Wörter, die ich beherrsche. Und natürlich ja, ein Döner bitte. Aber das denke ich ist wirklich türkisch. Hat
fast ein Tor geschossen, Elton, und zwar in der Vorrundenpartie. Diesem 3:1 von Nordzypern gegen Sansibar. Elton lauerte am 5-Meter-Raum und dann nahm ihm aber mit Yusuf Said, ein Sansibari, die Arbeit ab und fabrizierte ein Eigentor. Endstand 3:1 für die Roten von Nordzypern in der Vorrunde. Das muss sich heute so nicht wiederholen. Erste Möglichkeit und der war gut. Schön geschnibbelt von Salom Ussi Hamad. Er weiß, wie es geht, hat schon ein Tor gemacht im Halbfinale beim 2:1 über St. Pauli, die Republik St. Pauli. Und das war die erste wirklich kleinere, prickelnde Szene in diesem FIFI-WM-Finale. Also rein einwohnermäßig ist Sansibar klar im Vorteil. Mit 800.000 Menschen, die auf Sansibar leben, haben sie viermal so viele Einwohner wie die türkische Republik Nordzypern, die mit gerade mal 200.000 Einwohnern einer der kleineren Teilnehmer hier ist. Und die Sansibare genießen dank ihres Offensivfußballs auch mehr Sympathien hier bei den Zuschauern. Kleiner Fehler von Serhan Önet. Spielst du gerne gegen so große, langgewachsene Kanten als Abwehrspieler oder hast du gerne so einen kleinen, giftigen Gegenspieler? Ach, es kommt drauf an. Es gibt die großen, kantigen Abwehrspieler sind natürlich meistens sehr, sehr unangenehm, weil sie ja auch ab und zu mal etwas forsch in den Mann reingehen. Aber die schlimmsten eigentlich die Verteidiger, die fast ohne Foul auskommen, die versuchen vor dem Mann zu kommen. Die sind schon, die sind sehr, sehr unangenehm und da spielt, glaube ich, kein Stürmer gerne gegen. Dann lieber gegen den Großen, wo man vielleicht mal den einen oder anderen Freischuss mehr bekommt, was dann vielleicht schon ein bisschen angenehm. Also du hast immer lieber gegen Jürgen Kohler als gegen Berti Vogt gespielt? Ja, kann man ja auch in der Biografie von Jürgen Kohler nachlesen, dass der unangenehmste Gegenspieler, den er hier hatte, war meine Wenigkeit. Und du und Marco van Basten. Ja, genau. Aber van Basten als zweites genannt, ganz klar. Nein, aber wie gesagt, sowas ist natürlich, so eine Weltklasse-Verteidiger ist natürlich wieder ein anderes Kaliber als die Nummer 4 von Nordzypern, das ist klar. Aber er macht sein Zeug. Amacaulu, der Libero mit gutem Pass, ist nämlich kein Abseits. Gerade noch gestört. In letzter Konsequenz von Mini Ali Salum. Aufmerksamer Sauger bei den Sansibar. Also beide Comedians haben irgendwie noch nicht gemerkt, dass sie die Sprache wechseln müssten. Pocher müsste auf Swahili oder mindestens auf Englisch, das sind nämlich die beiden Amtssprachen auf Sansibar, Swahili oder Englisch die Anweisung geben, Elton auf Türkisch. Sonst bleibt das ohne Effekt. Kein Foul, sagt der Referee, Moritz Herrmann. Das ist nicht der schnellste Spielaufbau bei den Nordzyprioten. Das haben wir die ganze Woche so beobachtet, aber sie spielen unglaublich effektiv, haben allerdings sich heute den Luxus erlaubt, ihren bislang besten Torschützen Ali Orarulu mit 2 Treffern auf der Bank zu lassen. Offensichtlich plagt ihn eine Zerrung und Ali Orarulu ist möglicherweise, da haben wir einen, noch ein bisschen weiter die Kamera, das ist er.
Tick schneller, ein Tick beweglicher in dieser Anfangsphase. Diese Mannschaft kann überhaupt nicht defensiv spielen, die muss stürmen. Macht aber dann noch am meisten Spaß. Oder Nico, Mannschaften, die nicht defensiv mauern können? Ja, mit Sicherheit. Da ergeben sich immer wieder Räume, wo man reinstoßen kann. Weil es natürlich auch den berühmten Spruch geht, die Defensive gewinnt die Meisterschaften, die Offensive die Spiele. Und das ist natürlich der Vorteil, den ich bei Nordzypern sehe, dass sie hinten einfach so solide stehen, dass sie kein Gegentor zulassen und vorne vielleicht irgendwann mal eins machen. Wobei ich persönlich auch, oder ja, mein Herz steht eher für Sansibar, weil sie einfach attraktiver spielen. Und ich denke, es geht den meisten Leuten hier im Stadion ähnlich. Aber wenn du 6,50 Euro hättest, würdest du sie im Moment eher auf Nordzypern setzen als Turniersieger? Wenn ich sie übrig hätte, würde ich es machen, ja. Ist ja leider nicht der Fall. Sucht Abdullah Juma mit der Nummer 6 mit Fehlpass. Das könnte teuer werden. Gut gespielt über Chakir, Hamis Chakir. Sansibari sehr laufstark in dieser Anfangsphase. Komplett nach hinten, haben durchaus Respekt vor den Nordzyprioten. Kann man so 90 Minuten nur leider nicht durchhalten. Komm, läuferisch. Das ist Ali. Super Mannschaften hier bei dem Turnier involviert. War eine ganz bunte, exquisite Mischung. Grönland war da. Bisschen unglücklich gegen Sansibar ausgeschieden. Tibet natürlich das exotische Highlight. Die A-Jugend des FC St. Pauli rekrutierte sich dann überwiegend zur Republik St. Pauli. Heute Nachmittag um Platz 3 knapp verloren. St. Pauli gegen Gibraltar. Auch das war eine überraschend starke Mannschaft, Gibraltar, britische Kronkolonie, spielten aber keineswegs klassisch britischen Fußball. Aber diese beiden Teams hier waren in der Summe die besten. Reizvoll für dich in ein paar Jahren, wenn sich die wirkliche aktive Karriere vielleicht zu Ende geneigt hat, mal bei so einem Turnier mitzuspielen? Ja gut, ich weiß nicht, ob ich dafür eine Staatsbürgerschaft annehmen müsste, aber auf der Republik St. Pauli zu spielen, ist natürlich immer eine witzige Idee, aber wenn ich das in die Tat umsetzen lässt, ist natürlich stark zu bezweifeln, wenn man Mann, 3 Jahre bei St. Pauli war und dann den André Trulsen sieht, der bei der Republik mitgespielt hat, der glaube ich 55 Jahre hier schon ist. Ist das natürlich immer schon eine andere Hausnummer. Mann, das soll man ein bisschen noch mal gucken. Mann, ey. Das ist der rheinische Humor von Elton. Der zwar in Hamburg geboren ist, seine Mama lebt auch noch hier, aber schon lange in Nordrhein-Westfalen lebt und sich diesen Sprachduktus auch angeeignet hat. Ja, die nehmen das Turnier hier durchaus ernst. Sie werden in den kommenden noch verbleibenden 77 Minuten auch vieles an Hackeln, an Fouls und so sehen. Diese beiden Mannschaften wollen natürlich erster Fifi-Weltmeister werden. Turnier dieser Art steckt schon in der Planung, möglicherweise in 2 Jahren, vielleicht in Thailand, in Indien. Aufrücken! Schauen wir mal. Stay concentrate there! Überragende Englischkenntnisse, ne, von Oliver Pocher. Ja, muss man sagen, also das ist faszinierend. Extra für das Turnier, glaube ich, auch noch einen Sprachkurs belegt. Ja, hört man deutlich. Nee, in Swahili. Das war aber dann zu kurzfristig.
schauen Sie mal, das sind schon wirklich ernste, angespannte Gesichter beim FIFI World Cup Finale Sansibar. Der Betreuerstab sind, glaube ich, mit 27 Leuten angereist, Physiotherapeut, Mannschaftsarzt, alles dabei. Haben sich klasse benommen hier im Hotel, unheimlich höfliche Mannschaft. Ab und zu mal ausgebüxt, mal ins Kino gegangen. Ich glaube, auch die Reeperbahn war mal kurz das Ziel, aber das war eine bunte Geschichte. Ja, das ist das Duell, auf das es möglicherweise in diesem Spiel ankommt. Das ist Serhan Önet, der nun wirklich alles an Athletik hat und nicht minder sein Gegenspieler Abdallah Juma Ali, der 29-jährige Sturmtank von Sansibar. Finale ein bisschen kühl werden, aber solange es so bleibt, sind wir ja zufrieden. Ne? Ja, also mit der Kleiderordnung der jungen Damen. Ja, gut, das ist natürlich, das ist, ja, wie man sieht, so kalt kann es gar nicht werden. Ach nee, ja. Ich möchte jetzt nichts mehr sagen dazu. Viertelstunde rum, das Finale beginnt so. Ich erinnere mich dann noch, wie das WM-Finale 94, Brasilien, Italien in den USA. Abtasten der beiden Mannschaften, bloß keinen Fehler machen in diesem so wichtigen Spiel. Aber irgendwann wird das Tor ja fallen, da bin ich sicher. Autos an der Eckfahne, auch das gibt es nur bei einer solchen Veranstaltung. Wir bräuchten langsam mal irgendwie ein Tor, oder Nico? Ja, also zumindest ist ab und zu mal eine Strafraumszene, da würden wir uns nicht über beschweren. Und ein Tor wäre natürlich für das Spiel sicherlich auch Gold wert, weil dann die taktischen Fesseln ja doch ein bisschen aufgelöst werden. Aber ich denke, wir sehen im Moment kein schlechtes Spiel. Es geht schön hin und her. Und ja, hoffen wir mal, dass es nicht nur 0 ausgeht. Oder wir brauchen auch ein Bier. Das ist auch so kompensieren. Ja, also ich habe ja eins stehen, danke. Jetzt ist der Moritz Herrmann, der Abiturient. Wirtschaftsgymnasium ist übrigens hier in St. Pauli. Sagt man in St. Pauli oder auf St. Pauli? Auf St. Pauli. Immer auf St. Pauli. Ja. Ne? Man darf zum Beispiel auch nicht, wenn man eine Fußballpaarung nennt, St. Pauli gegen Werder Bremen sagen, sondern man muss immer FC St. Pauli sagen. Sonst sind die Fans hier sehr... Da sind sie doch sehr böse, wenn man das FC vergisst. So. Ach, da sind wir beide ja. Nico, da ist die Kamera. WM-Finale. Mein erstes. Netzer und Delling für Arme. Eine Torchance haben wir gesehen, den schönen Distanzschuss von Salom Ussi Hamad, der Nummer 11 von Sansibar. Ansonsten fast alles im Mittelfeld, auf dem heute doch wieder einigermaßen gut zu bespielenden Rasen im Hamburger Millantor. Der hat viel einstecken müssen, ist die 10. Partie binnen 5 Tagen, die dieser Rasen zu schlucken hatte, neben den unglaublich vielen Litern an Regen. Amaçaoğlu, der Libero. Erinnert mich ein bisschen an Dellas von den Griechen vor 2 Jahren. Und jetzt mal
von Hüseyin Kayalia. Moritz Herrmann, der junge Referee, hat bislang alles im Griff. Den kennen Sie vielleicht, Neboja Pavlovic, den kennen Sie, wenn Sie unsere Sendung im Laufe der Woche regelmäßig gesehen haben. Das ist der sympathische Referee, 46 Jahre alt, der es geschafft hat, eine erste Halbzeit gleich zweimal zu früh abzupfeifen. Und heute hat er keine Uhr dabei, das hat er gerade gezeigt. War ja legendär, hat eine Partie nach 31 Minuten zur Pause gepfiffen. Grönlands Trainer war völlig erbost, hat ihn sich sofort gegriffen. Der Schiedsrichter holte die Spieler allesamt wieder zurück. Ließ weiterspielen, aber nach 40 Minuten hat er dann in der Tat diese Halbzeit abgepfiffen und hat sich auch nicht mehr überreden lassen, weiterzuspielen. Problem war, er hatte sich die Uhr seiner Frau geliehen und diese Damenuhr konnte er einfach schlichtweg nicht entziffern. Hat aber hinten raus dann 96 Minuten spielen lassen, das war dann okay. Kein Foul, wollte schon sagen, doch, doch, ein fairer Einsatz von Abdallah Juma Ali. Also eine afrikanische Mannschaft heute hier im FIFA-WM-Finale. Die nächste afrikanische Mannschaft gibt gleich ihre Visitenkarte übermorgen hier ab. Nämlich Trinidad Tobago, der WM-Teilnehmer, spielt gegen die erste Mannschaft des FC St. Pauli am Montagabend. Auch live im DSF. Flagge der Türkischen Republik Nordzypern. Nachdenklicher Elton. Bist du aufgeregt? Gefährliches Spiel muss abgepfiffen werden. Foul an Amachaulu. Vom sansibarischen Stürmer Ali. Aber wir haben es ja gesagt, zu Beginn dieser Partie, es wird nicht viele Chancen geben, die Sansibar bekommt. Nordzypern braucht nicht viele Chancen, die waren bislang unheimlich effektiv vor dem Tor. Ja, und die große Geheimwaffe von Nordzypern sitzt ja noch auf der Bank. Wenn der junge Mann erstmal ins Rollen kommt, dann gibt es kein Halten mehr. Abseits von Ertak Taskiran, zum Glück für ihn hier, für Faruk Rahani Mzi. Entscheidung war in Ordnung. Mzi, der im Halbfinale einen Elfmeter gehalten hat. Gegen St. Pauli. Elton und Pocher werden beide noch eingewechselt, Nico, vom Gefühl? Ja, also ich denke, dass Elton auf jeden Fall kommt. Der Mann sprüht vor Ehrgeiz, will seinen ersten Titel haben und der kommt auf jeden Fall zum Einsatz. Und da wir gerade über ihn sprechen, Jörg Dahlmann bitte mit Elton. Erstes kleines Fazit. Ja, Elton, hält die türkische oder die nordzypriotische Fahne hoch. Ja. Warum bist du eigentlich nicht in der Startelf? Wir sind total überrascht. Normalerweise bringst du es doch sportlich. Ja, da stimme ich mir auch ein bisschen überrascht tatsächlich, aber der Trainer wird schon seine Gründe dafür haben und man soll den Trainer, wenn überhaupt, erst kritisieren, wenn das Spiel vorbei ist. Deswegen noch macht er alles richtig. Aber so ein bisschen sägst du schon an deinem Stuhl, oder? Ja, ich bin schon tatsächlich sehr enttäuscht. Ich habe im Training und den Vorspielen ja schon gute Sachen gezeigt. Deswegen bin ich echt sehr, sehr enttäuscht. Vor allem, mir fällt auf, du sitzt hier ganz alleine auf der Bank. Die anderen, deine ganzen Mitspieler, sind ganz woanders. Bist du so einsam im Team? Ja, das Problem ist, ich sehe da hinten nichts. Und ich möchte ja dichter an der Mannschaft sein, die gerade spielt. Das hat sonst damit nichts zu tun. Nö, wir gehen nachher schon gemütlich ein Trinken und alles. Es ist nicht so, dass die Mannschaft mich schneidet, nein. Aber Pocher ist auch relativ ruhig heute, ne? Ja, im Moment ist das Spiel ja auch noch sehr, ja, ich würde mal sagen, zerfahren. Keine der Mannschaft hat bis jetzt ein Spiel gefunden. Deswegen kann man auch noch nicht so wirklich sagen, was hier so abgeht. Also keiner kann bis jetzt glücklich oder böse sein. Es fehlt deine Kreativität. Ich danke schön. Danke ganz herzlich. Ja, so wollte ich es nicht sagen. Ja, Spiel steckt doch in der Abtastphase. Wir wollen aber nicht vergessen zu erwähnen, dass die Türkische Republik Nordzypern in diesem Jahr noch ungeschlagen ist. Übrigens das einzige Team, das hier alle Partien gewonnen hat.
die rote Mannschaft Nordzypern. Fing an mit dem schwer erkämpften 1:0 über Grönland, dann das 3:1 im Duell Pocher gegen Elton gegen Sansibar. Das Halbfinale 2:0 gegen die völlig platte Mannschaft von Gibraltar. Tja, Fußball wird hier in jeder Variante gespielt, in jeder Variation im Laufe dieser Woche. Wir könnten gleich in der Halbzeit auch kurz kickern gehen mit den Damen, Nico. Ich wollte gerade sagen, so schön kann Frauenfußball sein. Ja, das sind die perfekten Handgriffe einfach beim Kickern. Ja, der liegt gut in der Hand, der Griff vom Kicker. So, Elton haben wir schon gehört mit einem kleinen Zwischenfazit. Was sagt denn eigentlich Oliver Pocher, Thomas Mörs? Ja, Oliver Pocher, das erste Ziel war ja 20 Minuten ohne Gegentor zu bleiben. Das ist bereits passiert. Wie ist die Situation aus Sicht deiner Mannschaft? Ja, wir stehen hinten relativ gut drin, haben bisher aber noch keine wirkliche Torchance gehabt. Und jetzt haben wir einen Ball auf dem Dach des Millern-Tors, mehr geht nicht. Und ja, also stehen auf jeden Fall wesentlich besser als das letzte Mal, aber die sind sehr, sehr schnell auch, die Türken, und natürlich auch äußerst robust, die Nordzyprioten, so ist es richtig. So ist es richtig. Vorne die beiden Stürmer, ein ganz wichtiger Fall für euch natürlich, dass die funktionieren. Die haben es schwer gegen die Brocken da hinten, oder? Das ist richtig. Es reicht ja, wenn einer es mal schafft, durchzukommen. Aber momentan müssen wir halt auf unsere Chance hier warten. Dann warten wir zusammen. Danke. Ja, bitteschön. Schaffst du das eigentlich noch, Nico, den Ball aufs Dach zu pölen in deinem Alter? Du bist ja schon einigermaßen hoch hier. Ja, aber ich denke, das ist doch noch möglich, auch im betagten Alter von 29, dass ich den Ball noch aufs Dach bekomme. Kein Abseits, richtig erkannt. Treffer hätte gezählt. Treffer hätte gezählt. Und die Chance hatte Hüseyin Kayalila. Er hier. Hat er schon machen können, den oder? Muss er machen. Ja, in so einem Spiel muss man den machen. Wenn man Fifi Cup Sieger werden will, muss man den machen. Hättest du die kurze Ecke genommen? Nein. Auch so, ich, ne? Hätte ganz normal ein bisschen höher vielleicht gehoben, sicher ins Tor rein. Aber gut, das ist wahrscheinlich der Druck, den ja der Stürmer darauf hatte. Das ist immer nicht ganz so einfach. Hier oben sitzen wir, philosophieren, wie einfach es ist. Und dann unten, wenn die Pumpe auf 180 ist, dann ist es natürlich nicht ganz so einfach. Dein schönstes Tor überhaupt in deinem Leben, war das das Ding gegen Oliver Kahn, gegen die Bayern? Nein, der war relativ, also von der, ja, von der Schwierigkeitsstufe war er relativ einfach. Es gab schon schönere, ich erinnere mich da gerne immer an Trier zurück, da habe ich ab und zu mal ein Fallrückzieher-Tor gemacht und das waren schon sehr, sehr schöne Tore. Ja, in Trier, glaube ich, 13 Tore gemacht in der Saison in der zweiten Liga. Richtig, ja. War jetzt nicht verkehrt. Nee. Suchst du gerade einen neuen Verein eigentlich? Ja, was heißt suchen nicht? Also ich habe Angebote vorliegen und jetzt habe ich erstmal eine Woche Zeit zum Nachdenken, weil ich mit meiner Frau in Urlaub fahre und dann werde ich mich sicherlich entscheiden. Also die nächsten ein, zwei Jahre, drei Jahre noch auf jeden Fall Profi? Ja, mit Sicherheit. Ich denke, mit 29 kann man doch noch ein paar Jahre spielen und ein paar Mal netzen. Ja, genau. Das wäre natürlich schön. Und auch mal nicht absteigen. Wir werden das beobachten, wohin dich dein Weg führt. Bleiben erst einmal nochmal beim WM-Finale Sansibar Nordzypern, das uns noch nicht von den schmalen Hockern gerissen hat bislang. Aber die Fans haben ja im Laufe der Woche wirklich vielen guten, schnellen, temperamentvollen Fußball zu sehen bekommen. Und der Finale ist halt meistens ein Spiel, in dem es einfach um zu viel geht, als dass da Hurra-Fußball gespielt werden durfte. Erster Eckstoß für die türkische Republik Nordzypern. Das ist Chagan Jackes, gewitzt da links außen nochmal Dervis Kolzu. Kayalila, nochmal
Tschakes. Also wenn es irgendwie geht, sollte man gegen diese Nordzyprioten nicht mit 0:1 in Rückstand liegen. Ne? Ich glaube, dann wird es ganz schwer. Ja, dann bauen sie den Riegel noch mehr auf. Das wird dann fast unmöglich, ein Tor zu machen. Und deswegen verstehe ich auch die Nordzyprioten eben bei der Ecke nicht, dass sie die nicht reinbringen, weil haben eigentlich Größenvorteile und die sollten sie versuchen zu nutzen. Der Herr mit dem Schnäuz, mit den weißen Haaren, ist der Trainer der Nordzyprischen Republik. Süleyman Göktaş, 49 Jahre alt. Ganz lustiger Junge, viel Humor, aber während der 90 Minuten kennt er da wirklich keinen Spaß. Guter Einsatz von Serkan Önet. Zanzibar rückt aber auch nicht entschlossen nach. Immer nur 2, 3, maximal 4 Spieler in der gegnerischen Hälfte. Respekt ist, glaube ich, zu groß, ne? Ja, also das Spielfeld wird nicht klein gehalten. Abwehr und Angriff stehen sehr weit auseinander bei beiden Mannschaften. Und ja, ich denke, dass für beide erstmal hinten die Devise gilt, zu Null zu spielen. Vorne hilft der liebe Gott oder ja, ein glücklicher Moment. Oder eben Allah. Oder Allah, genau. Pocher gegen Elton, Zanzibar gegen Nordzypern, 0:0. Genau ein Drittel dieser Partie absolviert. Und Nordzypern wird aber immer dominanter. Tschakes, technisch guter Fußballer, kein Abseits, guter Pass, könnte jetzt klingeln. Ah, wir nähern uns dem 1:0 für den Favoriten für die türkische Republik Nordzypern. Nächste dicke Gelegenheit durch Ertak Taskiran, 23 Jahre jung, im Hauptberuf Chemielaborant. Fehlt die letzte Kaltschnäuzigkeit, ne? Ja, trifft er den Ball leider nicht richtig. Und wie voll die gestern die Szene gerade, ja, oder? Ich habe leider keinen Fußball gestern gesehen. Aber Seite. Wenn du das sagst, soll das so sein. Du hast ja Ahnung. Podolski gestern wunderbar gemacht, so kurz vor der Pause und dann auch nicht ganz optimal getroffen. Nichts gesehen gestern von dem Spiel, gar nichts? Nein. War gut. Erste Hälfte war überragend. Allerdings wie die zweite Vertretung Kolumbiens, das wollen wir jetzt auch nicht zu hochhängen, dieses 3:0. Ja, aber 3:0 nach dem 2:2 gegen die Weltmacht Japan ist ja dann doch schon ein toller Erfolg. Jetzt ausgespielt, weil da hinten Sud Abdullah Juma sich ordentlich wehgetan hat. Es gab schon das ein oder andere Foul hier im Verlauf dieser Woche. Auch er hier hat mal ausgeteilt, Elton. Auch Kollege Pocher hat mal ausgeteilt, hat eine rote Karte provoziert. Wir springen mal schnell aufs Spielfeld. Jörg Dahlmann mit dem Keeper von Zanzibar. Ja, wir nutzen jede Gelegenheit. Are you happy with your team? Yeah, I'm happy. And I hope to win today. We get a champion. Is your team the best team in the tournament? I think so, but God bless us, of course. And I hope to win today. Thank you very much. Okay. Die Übersetzung kommt von Holger Pant. Wir sind das beste Team in diesem Turnier, gar keine Frage. Aber heute müssen wir uns ordentlich zusammenreißen, damit wir den begehrten Cup auch gewinnen. Faruk Rahani Mzi ist das. Spielt bei Moro United, ja. Ist 28 Jahre alt. Das macht sein. Ja, die Fans sind für Zanzibar, aber die werden noch ihr blaues Wunder. Oh, ihr blaues Wunder erleben. Das war knapp gerade. Partie wird ein bisschen temperamentvoller, wird ein bisschen farbiger. Niko Paczynski bekommt neben mir glänzende Augen. Man möchte schon mal mitspielen, oder? Also ich schon. Ja, also wer einmal auf dem sogenannten Heiligen Geistfeld gespielt hat, der will da auch immer wieder spielen. Und ich gönne dir auch einen Einsatz. Ich werde mal mit dem Herrn Stanislavski reden. Vielleicht darfst du ja mal ran. In der Fußballpause zuckt es bei dir? Im Moment kein Training? Schon, es hält, ja, man ist wie gesagt froh, dass so eine Saison vorbei ist, das ist ganz klar. Da fällt der Stress doch schon ein bisschen ab, aber dann so nach 2 Wochen ist es dann doch schon
wieder da, das Kribbeln in den Füßen, und da will man doch schon wieder Fußball spielen, weil man ist ja, wie gesagt, Fußball aus Leidenschaft. Titi! Verletzt? Injured wäre das in Englisch. Verletzt. Ja, es geht schon richtig zur Sache hier. Zwischen Erding Börekci und Salmin Mohamed Kissi. Nico, ganz wichtige Frage an dich. Hast du eigentlich Karten für WM-Spiele? Nein. Leider nicht. Hast du Glück, sonst hätten wir dich als Geisel genommen. Also wirklich keine Karte. Gehst du kein Spiel? Nein. Ich wäre gerne, wie gesagt, zu England spielen gegangen, aber es ist mir nicht vergönnt gewesen, eine Karte zu bekommen, da ich kein Mitglied von irgendwelchen Großsponsoren kenne. Aber falls jemand noch eine über hat, wie gesagt, ich bin dabei. Hoffentlich erholt er sich einigermaßen schnell, der Nassor Massoud Said, einer der strategisch wichtigen Mittelfeldspieler bei Sansibar. Und die kommen jetzt auch mal über Salom Usihama. Technisch ganz wendiger, schneller Spieler. Freistoß für Sansibar, schnell ausgeführt, der Spielmacher. Naja. Massoud Ali Mohamed spielt zum ersten Mal heute. War im Laufe der Woche von einer üblen Zerrung geplagt. Könnte dann nicht einmal eingreifen, sowas wie der heimliche Star, der Sansibari. Mal sehen, ob es weitergeht. Dann Kollegen mit der 20. Bei Said. Sansibar mit einer sehr interessanten Geschichte. Der Sultan von Oman war im Grunde genommen der erste Herrscher. Das Ganze ging so ab 1400 bis weit ins 17. Jahrhundert. Irgendwann kamen die Briten, das British Empire, nahm sich diese strategisch wichtige Insel vor Ostafrika 1890, aber man entließ 1963 Sansibar in die Unabhängigkeit, aber nur als Insel zu firmieren war ihnen am Ende nicht genug, und so fusionierten sie mit einer Festlandnation namens Tanganyika zum heutigen Bundesstaat Tansania. Tansania. Namen ja auch ein Teil von Sansibar drin enthalten. Bekommen aber eben keine eigene Aufnahme in die FIFA, weil sie eben Teil von Tansania sind, und die sind ja in der FIFA. Stefan Schmitz, die beiden offiziellen WM-Maskottchen. Die halten warm, ist schön. Das, wer ist der dickste von den dreien? Müssen wir nachher mal ausdiskutieren. Schäfer, Schmitz oder Elton. Schäfer und Schmitz sind im Grunde genommen Tipp und Tap. Nur 32 Jahre später, nach 1974, halt ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja, die sind alle für Sansibar, ist egal. Kriegen wir hin. Oh, ich bin auf den Fuß getreten, Entschuldigung. Oder 7 Minuten. Wir warten wie Weiland, Günther Jauch und Marcel Reif auf das Tor. Und wir warten auf ein bisschen mehr Torgelegenheiten, denn daran hapert es eigentlich bislang in diesen ersten 38 Minuten. Sansibar hat noch nicht diesen furiosen Fußball ausgepackt, den sie zu spielen imstande sind. Liegt aber, glaube ich, auch einfach mal am Gegner. Ja, mit Sicherheit. Ich denke, dass Nord Zypern eigentlich schon führen müsste aufgrund der beiden Chancen, die sie hatten.
Aber wie gesagt, ich denke, dass die Abwehr einfach von Nordzypern, die ist zu stark. Unüberwindbar. Ja, ich glaube nicht, dass Sansibar in der Lage ist, ein Tor zu schießen. Und ja, schauen wir mal der Dinge. Nach einem 0:0 nach 90 Minuten gibt es hier die Entscheidung im Elfmeterschießen. Und da lege ich mich keinesfalls auf einen Favoriten fest. Ränge sind ganz passabel gefüllt hier am Hamburger Millerntor. Hamburger Zuschauer sind fußballverrückt, im positiven Sinne. Ist schon der wirklich etwas andere Verein, ne? St. Pauli. Ja, also mit ganz, ganz großer Sicherheit. Wenn man sieht, dass in der Regionalliga im vergangenen Jahr fast jedes Spiel ausverkauft ist, egal ob der Gegner Werder Bremen 2 oder Holstein Kiel heißt. Mann, als Maskottchen, das gibt's nur hier beim PV Wildcup. Ja. Was denn? Dass so sexuell wird, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut, wer es braucht. Eindeutige Angebote waren das. Ja. Schäfer und Schmitz. Du warst aber St. Pauli? Ja, und ich denke, wenn man sieht, dass von 17 Heimspielen 15 ausverkauft sind, dann ist es schon wirklich ein Mythos, der hier lebt, der schlummert und wo man wirklich hofft und fiebert, dass dieser Verein auch mal wieder im ganz groß bezahlten Fußball ist, sprich zweite oder erste Liga. Und ich denke, das ist den Menschen und dem Verein auch zu gönnen. Und ja, schauen wir mal, ob sie es nächstes Jahr dann packen können. Sind Sechster geworden in der abgelaufenen Regionalliga-Saison, Regionalliga Nord, aufgestiegen in die zweite Liga, sind Rot-Weiß Essen, also sofort den Abstieg wieder repariert, und Carl Zeiss Jena. Riesen sind das da hinten bei den Nordzyprioten, vor allen Dingen der Mann mit der 4, Serhan Önet. Und sie haben viele Unterstützung hier von überwiegend türkischen Fans, logischerweise, die hier ihrer Mannschaft über all die Tage die Daumen gedrückt haben. Schäfer und Schmitz, unsere beiden Maskottchen, waren übrigens auf der Reeperbahn unter der Woche. Und das zeigen wir Ihnen gerne gleich in der Halbzeit bei Jörg Dahlmann. Sind fantastische Bilder. Reeperbahnbesuch der beiden in die Jahre gekommenen WM-Maskottchen. Die Hosen sind sensationell. Also wie gesagt, 5 Länderspiele hat Nordzypern in diesem Jahr bestritten. 1:0 gegen den Kosovo gewonnen. Das ist nicht so einfach, gegen die Kosovaren zu gewinnen. 3:2 gegen Kurdistan. Und im Laufe dieses Turniers auch alles besiegt, was sich ihnen in den Weg gestellt hat. Insofern hält Gibraltar das, hält Sansibar das natürlich relativ offen bislang, oder Nico? Ja. Die beiden Chancen haben sie halt zugelassen. Gut, klar, ich denke, in einem Fußballspiel muss man auch mal eine Chance des Gegners zulassen dürfen oder können. Dafür hat man auch einen Torwart drin oder auch mal die Portion Glück, dass man sagt, der Ball geht nicht rein. Aber ich denke, dass Sansibar mit dem 0:0 zufrieden sein kann und sich jetzt auch hart erarbeitet hat im Moment. Und ja, wenn sie sich mit ein bisschen Glück ins Elfmeterschießen retten können, dann können sie auch Weltmeister werden. Können sie Weltmeister werden. 1 einziges Gegentor hat Nordzypern übrigens genau gegen Sansibar eben im Laufe des Turniers hinnehmen müssen. Der Mann, der es geschossen hat, trägt bei Sansibar die Nummer 9, Ramadan, Maulid Ibrahim Ramadan. Er hat als einziger diese Festung Nordzypern mal überwinden können. 1,5 Minuten noch in einem WM-Finale, das noch nicht wirklich spektakulär und turbulent ist. Aber einigermaßen interessant.
denke, die beiden Mannschaften wären so in Deutschland vom Niveau in der Oberliga vielleicht etwa da anzusiedeln. Ja, ich denke, die beiden Mannschaften kann man fast schon ja, oberes Drittel der Oberliga oder fast schon unteres Drittel der Regionalliga einordnen. Ich denke, nach drei Tagen muss man auch mal ein bisschen, oder fünf Tagen muss man auch mal Rücksicht nehmen, dass auch die Kräfte schwinden und die Konzentration nachlässt und der ein oder andere Stockfehler passieren kann. Oh. Schön! Zur Möglichkeit für Ali gegen Amaciaolo, den Kantigen. Jetzt kommt vielleicht nochmal die Spielfreude. Ah, der Abschluss vom Star. Von Massoud Ali Mohamed. Aber prima vorbereitet von Juma Ali. Und von Salom Usihamad. Endlich mal ein bisschen Tempo und Kombination im Spiel von Sansibar. So könnte es gehen in Durchgang 2. Leicht bessere Team in diesem WM-Finale spielt in den roten Jerseys Türkische Republik Nordzypern. Das 0:0 zur Pause geht in Ordnung mit leichten Vorteilen für die Türkische Republik. Aber alles drin in diesem WM-Finale im Durchgang 2. Vielleicht eben auch im Elfmeterschießen für Sansibar. Von Piraten. Übrigens im Mittelalter ein bevorzugter Ort, um runterzutauchen. Letzte Szene möglicherweise dieser ersten Hälfte. Die Steigerungsmöglichkeiten lässt für den zweiten Durchgang. Aber Moritz Herrmann hat noch nicht abgepfiffen, noch nicht zur Pause, sondern Freistoß gegeben. Der Mann, der mitten im Abitur steht, 21 Jahre jung, sein Assistent übrigens an der Linie, oder seine Assistenten sind zwei Generationen. Der eine Linienrichter ist 15 Jahre jung, der andere 46. Abgepfiffen abseits. Und das ist Jörg Wilczek. Ich glaube, alles richtig erkannt. Also 0:0 zur Pause. Im WM-Finale des FIFA World Cups. Wir hoffen auf Tore, die werden wir auf jeden Fall. Das Team in Blau-Gelb, Sansibar. So, zweiter Durchgang läuft unter der Regie von Moritz Herrmann, dem jungen 21-jährigen Referee. Etwas kuriose Dinge sind passiert in der Pause. Ein Nasenbeinbruch hat es gegeben bei Hamis Çakır, dem Mann mit der Nummer 20 bei Nordzypern. Aber der hat sich nicht etwa auswechseln lassen und hat signalisiert, Trainer, es geht schon. Kleine Tamponage und das mit der Nase können wir dann auch später richten. Nach der Heimreise. Hast du schon mal mit? So, wir werden dann soweit. Elton kommt dann auch in der 46. zurück auf den Platz. Elton, wenn Sie sich später dazu geschaltet haben, läuft erstmal dämlich über den Platz, was man nicht darf, wenn das Spiel läuft. Und er ist Teamchef bei der Türkischen Republik Nordzypern und kann auch als Spieler aushelfen. Das ist der Mann mit dem Nasenbeinbruch. Dann ist Çakır, Flanke. Bislang haben beide Abwehrreihen die Partie sehr gut im Griff. An meiner Seite übrigens Co-Kommentator Niko Paczynski, der hier lange Jahre, drei Jahre beim FC St. Pauli gespielt hat. Zweite Liga, erste Liga, Siegtor gegen die Bayern gemacht, dann nochmal zweite Liga. Niko, mit Nasenbeinbruch weiterspielen, ist das in Ordnung? Kann man das machen? Ja, war mir persönlich noch nicht vergönnt. Aber ich denke, in so einem WM-Finale, da weiß man auf die Zähne. Also schön, Namen bleiben für immer und das ist, denke ich, eine schöne Erinnerung. Aber gut, man kann die Nase auch wieder richten, da ist ja nicht wirklich Brad Pitt, von daher denke ich, kann das verkraften. Tja.
Sansibar Nordzypern das WM-Finale im FIFA World Cup. Noch ohne Tore, aber liebe Zuschauer, Sie werden Tore sehen. Garantiert. Denn wenn es 0:0 steht nach 90 Minuten, gibt es unmittelbar danach Elfmeterschießen. Und dann werden sie fallen. Die Treffer. Da sind wir beide, wir aufmerksamen Beobachter des WM-Finales. Und wir sind angetan, Nico, vom Spiel? Ja, naja. Einigermaßen. Also ein Tor wäre einfach schön. Jetzt so mal um die 50. 55. Minute. Würde einfach diese Partie öffnen und würde neues Leben einhauchen. Aber auch so taktisch ganz interessant. Nordzyprioten lassen sich nicht rauslocken. Selbiges gilt allerdings auch für Sansibar. Der Abwehrturm ist das. Serhan Önet hat mal in der dritten Liga gespielt, war 2 Jahre sein Geld mit dem Fußball verdient. Eigentlich einer der ganz wenigen, der in der Tat mal Fußball professionell betrieben hat bei diesem Turnier. Die meisten sind wirklich Taxifahrer, Feuerwehrmänner, Police Officer, Optiker, Chemielaboranten, Filialleiter, Controller, alles dabei, was es im wirklichen Leben so gibt. Nur keine Mönche. Wir haben keinen tibetanischen Mönch leider dabei gehabt. Das wäre noch eine Steigerungsmöglichkeit für einen erneuten FIFA World Cup. Ja. Besuch bei uns oben. Elton ist da. Elton, schau mal, die Mannschaft von Tibet. Eigentlich die sympathischste Truppe von allen, oder? Ja, auf jeden Fall. Haben auch am meisten Stimmung gemacht und ich bin gerade ein bisschen aus der Puste, weil ich jetzt zu euch hochlaufen durfte. Ich habe auch ein bisschen Mundgeruch, riecht man das? Ich rede absolut. Durch dein Mikro, Entschuldigung. Sprich lieber mit Paczynski. Ja, der kennt er. Ja, Elton riecht ein bisschen nach Burger King. Ich weiß nicht, ob es mit dem Mädel zu tun hat oder... Aber gut, er riecht ja schon sein ganzes Leben ein bisschen nach Verwesung. Von daher können wir damit heute auch leben. So, da sind wir drei von der Tankstelle hier. Elton, danke. Ja. Möchtest du noch jemanden grüßen, Elton? Dann wäre das jetzt der richtige Zeitpunkt. Nee, mich kennt ja keiner. Also ich habe keine Freunde mehr, da brauche ich auch keinen grüßen. Deine Mama lebt hier in Hamburg, ne? Die lebt im alten Land, ja. Die kann ich grüßen. Ja, schönen Gruß. Hallo Mama, ich hoffe, es geht alles gut. Ist deine Mama eigentlich lustig? Ja, meine Mama ist sehr lustig, klar. Sieht auch schon lustig aus. Hat sich nur mäßig vererbt. Mal gut, dass du Sportkommentator geworden bist und nicht Comedian. Meine Gene waren da eindeutig kodiert. Und Sansibar muss den Eckstoß der türkischen Republik Nordzypern jetzt hinnehmen. Gut erarbeitet von dem auffälligen Hüseyin Kayalila. Wann macht deine Mannschaft, wann macht die Kajalstift, wie heißt der? Nein, er heißt nicht Kajalstift. Kennst du deine Jungs eigentlich? Nee, die kenne ich leider überhaupt gar nicht. Außer Hassan, unseren Torwart. Der sieht ein bisschen aus wie Michi Ammer. Die Hamburger wissen Bescheid. Wann macht deine Mannschaft das erlösende Tor zum WM-Titel? Jetzt. Gut. Elton als Prophet gefragt und gefordert und versagt. Gute Parade von Faruk Rahanim Sie. Sympathischer Junge, eben mitten im Spiel ein Interview gegeben. Gibt's auch nicht alle Tage. Der Paczynski auch mal was? Ich habe eigentlich nur eine Frage. Spielst du auch selber nochmal mit oder bist du hier oben und trinkst Bier und machst Sprüche? Ich komme jetzt mal ganz nah hier ran. Ich werde noch eingewechselt, wahrscheinlich in der 80. Minute. Aber ich kann das verstehen, dass sie mich nicht wollen, weil wir spielen ja hier tatsächlich jetzt nach Regeln. Wir hatten vorher ja eine Joker-Regel, dass Olli und ich, ohne das Auswechselkontingent zu erschöpfen, rein und raus dürfen. Und jetzt sind nur 3 Auswechslungen möglich und da will man natürlich nicht experimentieren. Elton, würdest du beim Elfmeterschießen, würdest du einen schießen? Also wenn, dann den ersten, weil da kann man noch nicht so viel falsch machen. Aber sonst habe ich echt keine Nerven. So den dritten oder wenn es dann wirklich, wenn jeder schießen muss, dann würde ich komplett versagen, glaube ich. Bin sehr gespannt. Hast du schon mal einen verwandelt in deinem Leben? Nein, aber ich habe mal ein Tor gegen Pauli geschossen. Da hat der Herr Paczynski auch mitgespielt. Wollte ich nur mal so erwähnen. Das ist richtig. An dieser Stelle kann ich auch erwähnen, dass ich mit Elton mal ein Benefizspiel durchführen durfte, wo es auch Elfmeterschießen gab. Und ja, Elton hat
möchte nicht sagen, die Hose erst gewechselt und dann verschossen, aber es war sehr traurig und anzusehen, wie Menschen an sowas zerbrechen können. Kann nicht alles klappen im Leben. Naja, ich gehe mal wieder runter zu meiner Mannschaft. Schönen Dank, dass ihr hier seid. Freut mich sehr und noch ein schönes Spiel. Ja, viel Glück. Bis später, ne, Patsche? Ich freue mich. Tschüss. Schön, viel Glück. Weil wir natürlich überparteiisch sind, unparteiisch, Sansibar gegen Nordzypern. Noch hat sich im Grunde genommen keine Mannschaft einen wirklich entscheidenden Vorteil verschaffen können in diesem WM-Finale. Der Teamchef von Nordzypern, Elton, verzieht sich jetzt wieder hier vom Stadiondach aufs Feld und muss möglicherweise einen 0:1 Rückstand verkraften, wenn er unten angekommen ist. Gab keinen Freistoß in dieser Situation von Moritz Herrmann, der das nicht als Foul gewertet hat. Hätte man schon pfeifen können. Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also für mich ein klares Vergehen von Serhan Önetz. Und jetzt auf der Gegenseite die Möglichkeit. Spitzenparade von Faruk Rahani im Sie nach dem Knaller von Zakan Cakes. Ein guter Keeper, hält kaum einen fest, das ist aber nicht schlimm. Er buxiert sie alle irgendwie trotzdem noch aus seinem Tor. Dritter Eckstoß insgesamt. Önet natürlich mit vorne. Das ist Davis Kolzu und das ist ein Ball ins Nirvana. Und sie läuft weiter, wollte schon sagen, im 5-Meter-Raum den Torwart angegangen. Muss geahndet werden. Da ist der 15-Jährige Assistent an der Linie. Auch für ihn ein ganz besonderer Tag. Heute macht eine Ausbildung zum Hotelfachschüler, heißt Sascha Anders. 15 Jahre jung, während der WM wird er dann endlich 16 und darf Mofa fahren. Mofa geht schon mit 15, höre ich gerade. Also in meinem Alter war das noch mit 60. Stimmt, 50er darf man dann fahren. 50 Kubikzentimeter, wenn man 16 ist. Aber die Stimmung ist klasse auf den Rängen. Was man so hört an Atmosphäre, Zuschauer feiern sich, feiern dieses Spiel, feiern die Nationen. Das ist ein sehr sympathischer Rahmen. Ja, Melantor macht einfach Spaß und Fußball wird nun mal in jedem Winkel dieser Welt gespielt, in jedem. Und dieses Turnier hier ist der Beweis. Kein Abseits, doch war Abseits. Tut mir leid, Elton, an mir liegt nicht, das sind die Fifi-Regularien. Das sind die Fifi-Regularien. Da kann man nichts machen. Also. Regeln brauchen wir auch hier. Pocher gegen Elton, immer noch 0:0. Partie wird jetzt aber temporeicher, ein bisschen besser. Schuss kam von Ramadan, Maulid Ibrahim Ramadan, zwei Tore, zwei blitzsaubere, schöne Tore. Im Turnier hat er hervorgezaubert, hier blieb es beim Versuch. Ist das richtig, meine Information? Du hast mit Elton mal Tür an Tür gewohnt, eine Zeit lang, hier in Hamburg? Ja, das ist richtig. Wir hatten zusammen das Vergnügen, in Eidelstedt zu wohnen, wo wir uns auch das erste Mal kennengelernt haben. Und ja, kurz darauf das erste Date. Hochzeit, Kinder. Nein, aber es war eine sehr lustige Zeit. Da war er hier noch bei Hamburg 1 und ja, war schon damals ein sehr, sehr lustiger Nachbar. Eine feuchtfröhliche Beziehung war das dann, oder? Ja, es ging. Also getrunken wurde gar nicht so viel bei uns. Wir hatten eigentlich auch nüchtern Spaß, was man kaum glauben mag, aber das war schon wirklich eine sehr tolle Zeit. Da war er auch noch nicht so bekannt, da war er auch schon ganz in Ordnung. Das zeigt ihn jetzt auch aus, dass er trotz seines Bekanntheitsgrades immer noch der Alte geblieben ist. Das ist schon der Toll. Die zweite Auswechslung gleich von Sansibar und drei darf es nur geben. Bin mal gespannt, ob sich der Teamchef da durchsetzen kann und heute spielt. Also wir haben es mitbekommen, Elton wird sehr wahrscheinlich nicht mehr
in die Partie aktiv eingreifen, nicht mehr eingewechselt werden. Gibt gleich den zweiten Wechsel bei Sansibar erlaubt sind. Natürlich wie im richtigen Fußball nur drei. Und dann wird es eng für den Sportskameraden Elm. Pocher auf der anderen Seite hat noch alle Optionen. Da könnte noch reichlich gewechselt werden. Ja, Chance wäre noch da gewesen. Ganz kurz war der Ball noch frei für Abdullah Juma. Aber die Nordzyprioten stehen hinten sicher wie die Bank von England im Laufe dieses Turniers. Und das war für mich ein Foul. Für den Referee nicht. Kann man schon pfeifen, oder? Ja, im Moment pfeift er sehr, sehr großzügig. Ist natürlich, man muss aufpassen, dass er es halbwegs im Griff behält. Nicht, dass es hier auf einmal noch eine Treterei gibt, aber ich denke, die beiden internationale Härte. Ja. So, Oliver Pocher ist am Spielfeldrand bei Thomas Mörs beim Spielstand von 0:0. Ja, da war vielleicht die Chance, in Führung zu gehen. Lange 0:0, ist das jetzt schon ein Vorteil für Sansibar? Ja, nee, nicht wirklich. Also es wird jetzt auf jeden Fall deutlich hektischer. Und ich glaube jetzt, der natürlich das nächste Tor schießt, der ist natürlich klar im Vorteil. Ach ja, come on. Ja, aber bleib mal ruhig. Ja, stay cool, stay cool. Ja, es wird ein bisschen hektisch. Die Frage, die Fußballnation natürlich bewegt, kommt Oliver Pocher noch ins Spiel? Das werden wir sehen. Wir wechseln jetzt erstmal und schauen so ein bisschen, wie das Spiel läuft. Wenn es 0:0 steht oder 1:0, dann ist die Chance ganz gut, dass ich nochmal reinkomme, weil ich glaube, es auch einen Push vom Publikum gibt und das kann meine Mannschaft dann sicherlich immer noch mal gut gebrauchen. Wir werden es verfolgen, danke. Ja, bitteschön. Also der Wechsel gerade, Atif Abdallah Said ist in die Partie reingekommen für Salmin Kissi. Bedeutet offensiver Mittelfeldspieler für defensiven Mittelfeldspieler. Wäre jetzt nach einer Stunde Spielzeit, Nico, auch das richtige Rezept, die Partie jetzt entscheiden zu wollen, oder? Ja, ich sag mal, es gibt ja keinen schlechten Zeitpunkt für ein Tor. Aber umso näher das Ende rückt, umso wichtiger wird natürlich ein Tor, ganz klar. Wobei ich die Regel ganz gut finde, dass sich Elton und Pocher nicht selber wahllos einwechseln können, weil es ist natürlich auch bitter für einige Spieler, die auf der Bank sitzen, die fast das ganze Jahr bei der Mannschaft bei sind und dann kommen hier zwei Halbfußballer und wollen einfach mitspielen. Von daher ist es schon immer ganz gut, wenn man da doch so ein bisschen fair auch den Jungs gegenüber bleibt. Von daher finde ich es nicht ganz so tragisch. Er ist rausgegangen bei der Türkischen Republik Nordzypern. Hüseyin Kayalila, Kajalstift von Elton, getauft. Und für ihn kommt einer, der weiß, wie es Tore schießen geht. Kemal Ukanea. Er hat ein herrliches Tor gemacht. Freistoßtor in der Vorrundenbegegnung dieser beiden zum entscheidenden 3:1. Übrigens genau in der 60. Minute hat er da getroffen. Das ist die Minute, in der er jetzt den Platz betritt. Kemal Ukanea. Er ist raus, hat ein großes Laufpensum geleistet. Kayalila spielte auf dem rechten Flügel. Und ich glaube, genau dorthin orientiert sich jetzt auch sein Nachfolger Ukanea. Aber unentschieden geht schon in Ordnung jetzt nach einer Stunde, ne? Alles in allem, Nico? Ja, ich denke auch. Ich denke jetzt, Sansibar wird ein Tick besser als in der ersten Halbzeit. Spielen auch ein bisschen offensiver, ein bisschen mutiger. Und von daher ist das Unentschieden, denke ich, auch gerecht. Aber es ist natürlich extrem viele Unterbrechungen im Moment, weil es wird doch etwas härter. Ja, das ist kein Spaß hier zwischen Pocher und Elton, denn es geht um ein WM-Finale. Den Pokal haben wir gerade gesehen. Und die Nordzyprioten sind keine wahren Kinder von Traurigkeit. Im Laufe der Woche haben sie immer mal wieder ordentlich fußballerisch dazwischen gehauen. Auch deswegen liegen vielleicht die Sympathien überwiegend hier bei den Hamburger Zuschauern bei den Inselflitzern von Sansibar. Aber
Aber kräftemäßig hat Sansibar dieses Mal die Partie anders angegangen als beim 1:3 in der Vorrunde. Da haben sie sofort munter drauf losgestürmt, viel Kraft gelassen im ersten Durchgang. Und Süleyman Göktaş, der Trainer von Nordzypern, hatte im zweiten Durchgang dann ein leichtes Spiel. Denn Sansibar war ziemlich platt und seine Mannschaft schaukelte das 3:1 ohne Probleme über die Runden. Heute aber Sansibar ökonomischer, haben sich die Kräfte ein bisschen besser eingeteilt und können vielleicht eben jetzt noch was draufsatteln. Und sie haben ja zwei sehr gute Stürmer und einen guten Mittelfeldregisseur, der schön geöffnet hat auf Sud Juma. Juma, Freistoß, Freistoß, klar. Das ist eine blendende Ausgangsposition, vielleicht jetzt mit einem rauschenden Schuss die Führung zu besorgen. Also gibt es keine zwei Meinungen, denke ich, muss man schon pfeifen. Hat sich spektakulär fallen lassen, trotzdem war es ein Foul, ne? Ja, es war ein ganz klares Foul, wobei ich denke, dass es ein sehr cleveres Foul von dem Abwehrspieler war, weil sonst wäre er in einer sehr, sehr guten Schussposition gewesen. Und das war eigentlich mal wirklich ein sinnvolles Foul. Man hat ihn auch noch ganz kurz vor der 16-Meter-Markierung erwischt, die ja zum Strafraum gehört. Und dann wäre es Elfmeter gewesen. Jetzt bin ich mal gespannt, nach knapp 64 Minuten, ob die Partie hier eine Tendenz bekommt. Also Foul war deutlich vor der 16-Meter-Linie, gibt natürlich Freistoß und nicht Elfmeter. Wie ein Sansibari schon optimistischerweise dachte, hat sich den Ball auf den Punkt gelegt. Aber es gibt in An- und Abführung eben nur Freistoß. Das Publikum auf St. Pauli zittert, bebt. Jetzt könnte das erste wirkliche Highlight des WM-Finales des FIFA World Cups folgen. Vermutliche Schützen Massoud Ali Mohamed mit der 10. Und der macht auch. Hoppla. Hassan Pirro musste danach fassen und Elton hatte Glück. 0:0. Nächste Foul, nächste Unterbrechung und auch da müsste es fast gelb geben. Was ist denn jetzt los, meine Herren? Es ist doch ein Exotenturnier. Und die Wüstereiferauferei kennen wir eher vom Eishockey, aber nicht von einem Fußball-WM-Finale. Geht ein bisschen außer Rand und Wand jetzt, Nico, ne? Ja, ist ein bisschen schade. Also ich meine, es war ein klares Foul, aber dass da die Emotionen jetzt so hochkochen, ist ein bisschen überflüssig, denke ich, weil es gab eh Freistoß, hätte eine gelbe Karte sicherlich gegeben und dann braucht man nicht große jetzt anfangen, eine sogenannte Rudelbildung herbeizuschaffen. Also von daher ist das ein bisschen übertrieben. Foul, das war ganz klar. Ja. Vom Dreier von Nadia Harup Ali. Und der müsste auch noch gelb bekommen. In der Nachbetrachtung Schiedsrichter gespannt, berät sich da hinten noch die Herren Jörg Wilczek, Sascha Andersen und Hauptreferent Moritz Herrmann. Viel zu tun. Hast du das mal gehabt in deiner Karriere, schon solche Pöbeleien? Kannst du dich daran erinnern? Ja, leider in der Halle. Da war ich auch fester Bestandteil dieser Rudelbildung und durfte dann auch vorzeitig in die Kabine. So, schauen wir mal, was mit Nadia Harup Ali jetzt passiert. Die beiden müssen sich definitiv mal entschuldigen. Oh. Oh, oh. Das ist natürlich jetzt die etwas härtere Variante. Rote Karte für den 22-jährigen Abwehrspieler, Innenverteidiger. Und Pochers Mannschaft jetzt nur noch zu 10. Niemals. Schauen wir noch mal in die Szene hinein. Das war noch nicht das entscheidende Foul, das folgt jetzt. Also für mich ist es eine gelbe Karte und keine rote. Ja. Es war keine Notbremse. Nein, ich denke auch, dafür kann es keinen Rot gegeben haben, aber die Aktion, die jetzt kommt, ist natürlich, man sieht natürlich, da brauchen wir nur noch Michael Buffer und dann haben wir hier einen schönen Fight, weil jetzt geht es nämlich, jetzt wird es bunt und dann sieht man im Hintergrund, ja, gut, das hat ja auch nichts mit Fußball zu tun.
Also Konsequenz dieser Szene nochmal in Kürze. Sagan Serkeş, links außen der türkischen Republik Nordzypern, hat gelb gesehen wegen der Pöbeleien. Und er hier, Nadir Harup Ali, rot. Der hat eh eine schlechte Woche hinter sich. Ist einmal in der Kabine eingeschlossen worden von einem Betreuer und kam viel zu spät zum Spiel. Und mit viel Dusel verhindert Sansibar das 0:1. Dicke, dicke Chance. Also jetzt wird es hier richtig farbig. 22 Minuten noch ungefähr offiziell. Partie wird hektischer, wird härter. Also da geht es ja munter zu, Nico. Schau das mal an. Das ist ja wie im Dollhaus. Wollte gerade sagen. Enger Körperkontakt. Fehlt nur noch die Stange. Ja, jetzt wird es natürlich interessant. Jetzt geht es im Profifußball auch so zu? Nee. Also, soweit ich das beobachte, ist das, war das hier schlimmer als bei euch Profis? Ja, bei uns, oder ich sag mal, im Profifußball wird es unauffälliger gemacht. Ja. Da gibt es andere Mittel und andere Tricks, wie man es clever machen kann, weil jetzt ist natürlich sehr offensichtlich, ist nicht schön. Ja, die Emotionen sind nicht schön, da kommt die Türkei doch ein bisschen jetzt raus bei der türkischen Republik Nordzypern. Heißblütig, ich hoffe, die Spieler, alle Spieler beruhigen sich jetzt wieder. Ja, da kann man ihm nur recht geben. Also ein bisschen schelmenhaft formuliert ist es auch so, dass diese türkische Republik Nordzypern super, super stolz ist, dass sie wenigstens das bei dieser kleineren WM die Türkei vertreten darf. Bei einer WM, die große WM findet ja, wie Sie wissen, ohne die Türkei statt. Da gab es ja die Playoffs gegen die Schweiz. Und die Türkei darf sich die WM im Fernsehen anschauen. So, 10 Sansibari müssen noch irgendwie gut 20 Minuten überstehen, ohne Schaden, ohne Gegentor, und sie sich ins Elfmeterschießen retten. Er hat den Kabinenschlüssel schon in der Hand, schwirrt ab, und wir schwirren auch kurz ab zu Thomas Mörs und Oliver Pocher. Oliver Pocher, ein Wort zur roten Karte. Ja, also ich bin natürlich jetzt nicht komplett nah dran, aber so wie ich das sehe, war jetzt definitiv nicht letzter Mann und es war eine glasklare Torchance. Von daher kann ich die rote Karte nicht ganz verstehen. Und man muss hier sehen teilweise, das doch vorhandene türkische Gemüt auf der gegenüberliegenden Seite wird auch stark erhitzt. Und da steht auch der eine oder andere Trainer schon mal halb auf dem Platz und beleidigt mich doch hier ein bisschen. Das finde ich ein bisschen unschön. Also man kann sich noch auf eine heiße Schlussphase gefasst machen. Das ist wohl wahr irgendwie. Also wir sind natürlich jetzt mit weniger Leuten hier, aber müssen natürlich hoffen, dass wir jetzt den kühlen Kopf bewahren und vielleicht trotzdem noch ein Tor machen. Danke. Ich wusste gar nicht, dass man Oliver Pocher beleidigen kann. Der Junge ist doch resistent. Das mag der türkische Trainer gesagt haben. Der nordzypriotische Süleyman Göktaş, eigentlich ein Mann mit guten Manieren, 49 Jahre alt, 4 Kinder. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der so böse wird. Die Partie wird giftiger und griffiger. Böses Einsteigen jetzt auch schon. Ja gut, jetzt wird es ein bisschen vorgewillt. Also das ist der Zehner, der ordentlich was abbekommen hat noch. Davis Kolzu kam noch die Schulter des Gegenspielers kurz unter das Kinn gerammt. Ballon, zack an Cherkes ist das. Schauen Sie mal, das ist nochmal kurz einen ausgepackt, mitgegeben. Macht man nicht, Nico, oder? Egal bei welchem Spielstand, bei welchem Spiel auch immer. Ja, also ich wollte gerade sagen, es geht ja nicht um die WM, aber es geht ja. Aber ich glaube, das sind jetzt einfach Emotionen, und ich sag mal, wenn man wirklich die Titel hier haben will, dann sollte man auf sowas verzichten und dann sollte man sich wieder auf den Fußball konzentrieren. Wobei mein Gefühl jetzt dahin geht, dass es bei 0 bleibt und Sansibar im Elfmeterschießen gewinnen wird, weil das ist wie so ein typischer Spielfilm, der immer so abläuft, und dann ist auf einmal Sansibar Weltmeister und darauf könnte man fast, ja, ein Wetter abschließen. Es geht schlecht. Nie wieder machen.
Alle Körperteile werden unterschrieben von Elton mit Eltons Geduld. Finde ich ganz witzig, dass diese beiden Comedians sich hier bei diesem Turnier ebenfalls engagieren. Ihr habt doch schon alle. Und zeigen. So, und für Kemal Ukaner hatte dieser Zusammenprall ziemliche Folgen, wie wir sehen. Unterlippe ist jedenfalls lädiert, aber der wird gleich wiederkommen. Gibt es Spiele, wo eine Mannschaft, die reduziert ist, nur noch 10 Mann hat, trotzdem dann deutlich besser spielt und irgendwie einen Push bekommt? Ja, ich denke, wenn sie sich benachteiligt fühlt und dann so ein bisschen der Trotz oder die Wut hochkommt, dass man sich dann halt immer noch mal ein bisschen steigern kann. Und aber wie gesagt, ich denke, das ist auch die einzige Chance der Sansibari ist, dass man sich irgendwie ins Elfmeterschießen rettet. Und dann hat man ja heute einen relativ guten Torwart drin. Der vielleicht doch mal den einen oder anderen Ball abkommt oder hält. Und das ist natürlich ihre große Chance, fast auch die einzige, die ich sehe. Hier ist alles dabei. Da wollte Kemal Ukaner gerne einen Elfmeter für haben. Das wäre allerdings des Guten deutlich zu viel gewesen. Aber mittlerweile haben wir Blut und Schweiß und Begeisterung und Exotik. Alles im Paket hier für Sie bereit. Viertelstunde ist rund noch zu spielen. WM-Finale. Wer darf den Cup mit nach Hause nehmen? Geht es nach Nordzypern oder noch tiefer in den Süden vor die Küste Ostafrikas, vor die Küste Tansanias? Das ist jetzt normalerweise auch ein Zeitpunkt, wo man wirklich Elton bringen könnte. Man mag es kaum glauben, aber der Hund ist so schnell. Und das wäre, glaube ich, die richtige Maßnahme jetzt für die Mannschaft aus Sansibar, weil aus Nordzypern, weil man ja wirklich jetzt noch einen Konterspieler braucht. Und so, ich weiß gar nicht, ob ich drauf bin. So, ich habe gerade kurz gesprochen, es sieht noch ganz gut aus für den Einsatz, denn der Herr Pocher, die Mannschaft wechselt jetzt zum dritten Mal aus, der kommt wohl nicht mehr rein. Bei mir sieht es noch gut aus, aber wir werden noch mal gucken, wie das Spiel so ausgeht, weil ich bin nicht so ganz mit der Schiri-Leistung zufrieden. Aber ich habe die Bilder nicht gesehen. Wir gucken sie nachher noch mal an beim DSF. Ich hoffe, ich darf das. Ganz in Ruhe darfst du natürlich. Mit der großen Lupe werden wir alle Szenen noch mal sezieren und sie genüsslich vorbereiten dann beim Abschiedsbier, Elton. Also Schiedsrichterleistung im ersten Durchgang absolut okay, im zweiten Durchgang ein bisschen fragwürdig hier und da. Ne? Also die rote war komplett daneben. Ja, also solange wie die rote Karte fürs Foul war, war es eine Fehlentscheidung. Was danach passiert ist, wie gesagt, da sind wir auch noch nicht ganz so schlau. Aber ich sehe gerade den Mann an der Anzeigetafel, den könnte ruhig auch mal jemand wecken, weil ich glaube, er ist versagt. Dritter und letzter Wechsel bei Sansibar, das ist Ali Kani Mkanga, der das Spielfeld gleich betreten wird. 24 Jahre jung, macht erst sein 9. Länderspiel. Und jetzt schauen wir mal, wer da runter geht für... Könntest du den Namen bitte nochmal sagen? Mkanga. Nein, es ist kein Tanz. Heißt er wirklich? Kollege Pocher ist damit definitiv raus aus diesem Spiel. Abdallah Juma Ali, der Stürmer, in den ich so große Hoffnung gesetzt habe, ist vom Feld. Mal sehen, vielleicht ein cleverer Wechsel. Vielleicht macht ja, möchte den Namen nochmal hören, Ali Kani Mkanga das entscheidende Tor. Vielleicht ist er auch schon im Hinblick aufs Elfmeterschießen eingewechselt worden. Es trennen uns nur noch gute 13 Minuten von dem ersten Elfmeterschießen überhaupt. Wir hatten nämlich noch keins bei dieser Fifi World Cup WM. Aber jetzt macht sich Elton hinten warm. Ich glaube, jetzt dauert es nicht mehr lang. Hat Elton eigentlich noch Geschwister, weißt du das? Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich denke, nachdem die Mutter ihn gesehen hat, hat sie gesagt, haben einer reicht. Kampfos aus Eidelstedt. Ja, das wäre nochmal ein Highlight. Gleich Elton die letzten 10 Minuten. Vielleicht ja, mit dem entscheidenden Pass. Vielleicht sogar mehr mit dem entscheidenden Elfer. Wir werden es erleben.